Und nach fast 4 Monaten geht meine Ausstellung Rote Treppe zu Ende. Und leider könnten wir die Eröffnung während der Corona-Zeit nicht feiern, aber wir haben jetzt gute Möglichkeit, gute Gelegenheit, es nachzuholen und zu feiern. Und ohne meine Sponsoren wäre diese schöne Zeit nicht möglich. Erik Kersting und Herr Erik Kersting dürften wir diese Zeit. Während der Corona durfte ich die Räume nutzen und meine Kunst der Öffentlichkeit, breitere Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir bleiben in Verbindung, lange glauben. Viele Stunden haben wir hier. Der Sommer geht zu Ende und die Ausstellung wird morgen schon abgebaut. Und die Rote Treppe, die Herr Erik Kersting aufgebaut und entworfen und aufgebaut hat, muss heute aufgeweiht werden, gleich eingeweiht werden endlich. Und für diese fantastische Blumensträuße, wenn man zusammenrechnet, sind über 20 Blumensträuße, für diese wundervolle optische Genuss an heutigem Abend, haben wir an Herr Elmar von der Meiseburg zu bedanken. Jetzt kommt. Und zusammen mit Frau Rosemarie Berge, die diese schöne Blumensträuße heute um die Mittagszeit für uns zusammengestellt hat. Vielen Dank. Und Herr Volker Mildner, danke. Wir haben dir Blumen geholt. Aber ich sage, dass Volker gehört schon zum Inventar. Er hat mich die erste Hälfte täglich unterstützt. Ich möchte mich nochmal an Herr Josef Schahn bedanken, mein zweiter Papa in Kassel. Danke an Markus Brabant, ja, alle, die da waren, alle, die mich unterstützt haben. Und ich wünsche uns allen heute einen schönen Abend nach Hause. Die Adventsbänke bitte nicht. Aber erst zum Schluss. Erst zum Schluss, wenn länger Zeit. Diese Dame, dann gibt die Fall. Sieht so schön aus. Schade, wenn die Schönheit vergeht. Und, ja, zeig mal. Jungs und Mädels, 24. Hey, gut, mein alter Perle. So. Zeig mal. Schön. Wunderbar. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Schön. Bei Oksana. Wir verleben hier einen ganz tollen Abend.
Ja, wie schön. Ach, wie schön.